Ich bin so angespannt. Ich bin so angespannt. Ich muss mal ganz kurz auf Stop und ich brauche mal schnell was zu trinken. Oh, das ist immer so angespannt. Ich weiß, was passiert. Ich weiß halt nie, ob man jetzt hier einfach bis durch die Häuser rennt und einfach mal so ein bisschen ein paar gruselige Geräusche oder mit dem Schweinskopf gerade. Oder ob da halt irgendjemand ins Gesicht gesprungen kommt oder so. Oh mein Gott, ey. Ich schwitze schon wieder wie ein Bock, ey, ne? Wie ein Bock schwitze ich hier. Aber gut. Keine Panik auf der Titanic. Das bekommen wir hin. Oder? Komm, wir gehen jetzt mal hier rein. Nee, ich habe Angst. Oh. Oh, Gott sei Dank. Huch! Ach, guck mal, hier war gar nicht zu. Kann ich das hier öffnen? Hier war gar nicht zu, leider. Rum? Oh, ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Ich sag gar nichts. Ich hab so Angst. Die Tür ja auch nicht auf, ne? Das hier. Und weil ich halt nicht weiß, ob wo der Schlüssel ist. Hier ist der Schlüssel. Hier. Hier, selbst hier kommt Blut. Fick doch die Henne, ey. Leck mich am Sack. Hallo. Mach mal zu, ja, komm. Ah, guck mal, jetzt sind wir wieder hier im Zimmer. Es ist übrigens immer noch 10 vor 12. Kann ich hier an den Rechner was tun? Ende. Passwort. Keine Ahnung, ich habe kein Passwort. Alter, was ist das für ein Hintergrund? You have new mail. Yes. Chat. Nick. Hey, you. Warte mal ganz kurz. Was muss ich noch? Put oder so? Nee.
keine Ahnung, jetzt mal völlig Wurst gerade. Wir können doch hier noch irgendwas machen. Warte mal, Chat. Können wir mit jemand... Chat, hey you! I know that you're here. There. Ich weiß, weil you, ich weiß, dass du da bist. Kann ich irgendwo antworten? Oh! Hi. You need to hurry. Do you want to get out of here? Du musst dich beeilen. Do you want to get out? Möchtest du von hier entkommen oder willst du hier raus? Yes, please. Krass. Ich hätte jetzt echt nie gedacht, dass es geht. Aber ich dachte, dass irgendwie Antwortmöglichkeiten musst du ja haben, weil... Oh Gott, mein Englisch, ne? Das ist ja super. You have one change if you do everything as I say. Oh, then maybe you will escape. If you cannot, then you will stay with your new friend. Ready to listen? Du hast mal einen Versuch und ich muss alles machen, was er... mir sagt jetzt hier, damit ich dann entkommen kann, oder dann kann ich vielleicht entkommen. If you cannot, then you will stay with your new friend. Also wenn ich es nicht mache, beziehungsweise es nicht kann, dann, oder nicht schaffen werde, dann werde ich hier für, dann werde ich mit meinem Freund hier bleiben, mit meinem neuen Freund, verstanden, so nach dem Motto, was? Genau. Listen careful. Also hör ordentlich zu. I will open the door to the next room right now. Inside you will find a toy house. Behind him is the key to the exit. Take it and get out. Exit. And do not even think to look behind your back. Good luck. Okay, also er öffnet mir jetzt das... die Tür zu dem nächsten Raum. In dem Raum finde ich ein Toyhaus, also ein Spielhaus, und hinter dem Spielhaus ist ein Schlüssel versteckt, der mich zum Ausgang führt oder bringt. They can get to the exit and do not even think to look behind your back. Also schau auch niemals Oh Mann. Ich hab noch gar nichts. Da ist der Schlüssel. Und nur? Ich kann nicht rennen. Lass mich raus. Oh Gott. Hä? Ich hab Angst. Scheiße. Hä? Und du, wie komme ich denn raus? Ah! Oh! Oh! Nee! Oh! Scheiße! Oh. Mann! Oh! Scheiße, die wandern! Okay, also ich hab's verstanden. Und das war das Spiel. Restart, okay. Also ich muss halt jetzt mal gucken, ob wir... Oh Gott. Puh. Mein Herz. Restart. Achso. Hä? Ich habe keine Lampe. Das ist ja bescheuert. Ich habe keine...
Ich habe keine Lampe, Leute. Oh, ist er dead. Bist ja so abartig tatsächlich. Aber ich habe keine Lampe und ich kann die Lampe nicht mehr benutzen. Main-Menü? Oh ja, guck mal, ich kann gar nicht ins Menü. Das ist ja bescheuert. Ich habe keine Lampe. Hängt Spiel jetzt, hallo? Das ist ja behindert gemacht. Ah, Mr. Sieb. Kann ich hier nicht mal die Türen öffnen? Hallo? Tag, hallo? Hä, wo muss ich denn? Aber der Ausgang, der ist doch gleich hier. Hä, na, wo ist denn der Ausgang? Wo ist hier der Ausgang? Hä, und nu? Yes, but you will not, you will. And play forever. Nick. Ah, ja. Aha. Komm ich jetzt wieder zu dem. Ah, ne, scheiße, ich hätte auf Main Menü klicken müssen. Nee, ich. Ach komm, ich drück das Spiel jetzt nicht nochmal. Main Menü. Mann, also ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde aufgenommen, also es wird bis 100, maximal 2 Folgen werden. Also ich muss sagen, es ist eigentlich kein schlechtes Spiel jetzt an sich. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel schon war, weil ich, wartet mal, ich bin mir halt jetzt echt nicht sicher, ob das Early Access war. Wartet mal ganz kurz, wir müssen mal ganz kurz hier looken. Wir können ja gleich mal sofort gucken, weil ich bin mir halt tatsächlich echt nicht sicher, ne? Ich hätte gedacht, das wäre Early Access gewesen. Hier. Bei Steam habe ich mir das gekauft. Für 99 Cent. Hallo? Genau. Early Access Spiel, genau. Gut. 18. Dezember, Patch. Aha, okay, gut, alles klar. Also wie gesagt, es ist ein kleines Mini-Horror-Indie-Game. Oh ja, seht das ja gar nicht. Ihr seht es ja gar nicht, nee. Ich bin ja hier drin, ne? Oh Gott, jetzt habt ihr die Musik verpasst, ne? Ich auch, egal. Ich muss sagen, es ist eigentlich ein sehr, sehr cooles, kleines Mini-Horror-Game. Der Kick ist da, aber ich bin jetzt halt irgendwie zu schnell durchgerauscht. Finde ich, oder? Gut, okay, es war eigentlich tatsächlich ja nicht viel dabei. Du musstest eigentlich bloß in die einzelnen Räume gehen. Da hast du kurz geschwitzt, weil du nicht wusstest, was abgeht. Und dann hast du ja den Schlüssel halt bekommen in irgendeinem Schrank. Aber so richtig mit Rätseln war das gar nicht. Bus, jingle, bus, jingle, all the way. Nee. Also ich muss sagen, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Das kleine Mini-Horrorspiel kann man mal so. Ist für zwischendurch eigentlich echt cool gemacht. Wie gesagt, ich muss halt mal im Internet gucken, ob ich da irgendwas verpasst habe, weil. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Spiel halt so an sich irgendwie nicht gerafft, weil eigentlich besteht bei Steam. Wartet mal ganz kurz, können wir ja auch nochmal schnell zusammen gucken. Ich weiß, da habt ihr die Musik. Genau, in the Iron of Nightmare, things aren't always as they seem, puzzle of the game. Not only will secret of house, but also will open completely different ending of the story.
Am 12. Dezember ist es rausgekommen. Ah, cool. Gut. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, weil ich lese mir dann immer die Steam-Beschreibung durch. Und ja, wie gesagt, da stand ja mit den Rätseln von dem Spiel. Und theoretisch sind es ja keine Rätseln gewesen, oder? Weil, wie gesagt, er hätte eigentlich wirklich bloß durch die Türen rammeln müssen. Die warten kurz den Kick. Aber so direkte Jumpscares kam ja ohne. Gut, okay, bis auf den Boy, der mich eben im Bad erschrocken hat. Und auf dem Schwein und die Bären. Und dann der Typ zum Schluss, der mich verfolgt. Aber dann draußen hat es für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber, naja, zum Großen und Ganzen, oh, bin ein bisschen durchgerauscht. Oh, weiß nicht richtig. Ich glaube, wir können ja trotzdem mal schreiben, wie ihr es gefunden habt. Und, ja, bedanke mich trotzdem erstmal fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Und vielleicht habt ihr noch ein bisschen Weihnachtsstimmung, denn bei mir leuchtet der Stern immer noch übrigens in meinem Zimmer hier. Und soweit der Rest auch. Und es wird auch noch eine Weile so bleiben. Ist natürlich jetzt nicht so weit, aber es wird noch ein Weilchen bleiben. Ich finde, das kann das nicht nachvollziehen, wie einige oder gleich ab dem 26. schon oder spätestens am 27. dann schon wieder alles wegräumt. Aber gibt es einige, die das tun? Nee, Weihnachten ist schön, wenn das überleuchtet und oh, so schön. Ja, egal. Ich bedanke mich trotzdem ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es kurz war. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, das ist ein bisschen mehr und ein bisschen schwieriger, hätte ich gedacht. Weil Somalia da auch steht irgendwas mit verschiedenen Enden oder so, ne? Aber gut, okay. Sollte vielleicht nicht so sein, oder? Ich bin einfach zu schnell durchgehabt, den einfachsten Weg einfach schnell rein. Und ja. Gut. Trotzdem, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein und hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder oder in einem neuen Let's Play. Oh, ich dachte, ich habe schon auf Aufnahme beenden gedrückt. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, vielen, vielen Dank und schönes Restjahr noch. Rutscht gut rein und tschüss.